die Favoriten dieses Rennens. Das ist auf der Bahn 5 Michael Pohl, auf der Bahn 6 Kevin Kranz und aber nicht zu vergessen auf der Bahn 3 Julian Wagner. Und der Start ist direkt geglückt. Kevin Kranz ist gut rausgekommen. Philipp Kuruglu stark, wie auch schon im Vorlauf. Aber Kevin Kranz setzt sich durch. 6,52, das ist eine neue Verbesserung seiner Bestleistung. Er ist wieder zurück. Das pfeifische Drüsenfieber überstanden. Der deutsche Meister des Jahres 2018 holt sich 2021 den Titel hier in Dortmund unterm Hallendach. Genau, da lässt er die Muskeln spielen. 6,52 werden bestätigt. Und es ist einmal mehr ein Beispiel dafür, dass es sich lohnt, sich durchzubeißen.